am Nachmittag. Das Rheuma war kurioserweise meist in der Nacht zutage getreten. Aber nun hatte das Moor seine Schuldigkeit getan. Sie brauchte sich bis auf Weiteres nicht mehr wie ein Humpelstilzchen bzw. eine lahmende Laufente fortzubewegen, fühlte sich viel besser, ja geradezu rund erneuert und verjüngt. Trotzdem steckte sie ihre müden Füße nicht ungern ins Fußbett. Sie glaubte sich nach mühseliger Suche ein bisschen mit sich selbst gefunden und die Eltern Leitbilder verdünnisiert zu haben. Sie lebte noch von ihrem Mann und von diesem getrennt, geschieden. Einige Zeit hatte sie noch diverse Anstrengungen unternommen, ihn kompatibel zu machen. Es war vergeblich gewesen. Ihr Ex mit allen Abwassern gewaschen, dennoch in ihren Augen ein flach Schwachkopf, Nachtblindgänger und Neanderdog.